Obergurig am 17. August anno 2024, 13 Uhr. Die Gemeinde hat sich schon lange auf einen historischen Festakt vorbereitet. 300 Jahre sind seit dem Bau der Böhmischen Brücke ins Land gegangen und die Menschen strömen von nah und fern, um diesen wichtigen Moment in der Oberlausitz zu erleben. Bei sengender Hitze eröffnen Bürgermeister und Organisator den Festakt, welcher neben der Brücke noch einen weiteren Höhepunkt auf der Tagesordnung hat. Pünktlich 13 Uhr erleben die zahlreichen Besucher eine Zeitreise. Prächtige Kutschen nähern sich der Böhmischen Brücke. Zahlreiche historische Figuren und Akteure bilden einen Zug und bringen die Region zurück ins Jahr 1724. Dazu Bauern, Handwerker, Gaukler, Reiter, Soldaten, Blumenkinder, Tänzer, Artisten und bunte Reiter. Das Erstaunen ist groß, als plötzlich der Ruf ertönt, dass eine festliche Kutsche in Richtung Brücke unterwegs sei. Der Kurfürst kommt. Mit Gefolge und würdig zu diesem wichtigen Anlass. Die Menge jubelt und huldigt die königliche Majestät in Polen und kurfürstliche Durchlauch zu Sachsen, Herrn Friedrich Augustin, unser allergnädigster Herr. Stolz präsentieren Bürgermeister und Ratsherr der Stadt Budisin die neue steinerne Brücke, welche 1264 Taler kostete und durch die fehlerne Konstruktion ein wahres Meisterwerk darstellt. Notwendig wurde der Bau, da die alte eichene Holzbrücke immer wieder erhebliche Reparaturkosten verursachte und wenn es ums liebe Geld geht, gab es immer wieder Streit unter den Ratsherren von Budisin. Der Kurfürst war fast schon wieder im Begriff zu fahren, als er plötzlich einen verhüllten Klumpen bemerkte und neugierig fragte, was man wohl hier und warum verstecke. An dieser Stelle vermischt sich die Zeitreise mit der Realität. Gedenkt doch die Gemeinde der Böhmischen Brücke und errichtet gleichzeitig ein Stück Nachhaltigkeit. Man platziert einen Gedenkstein und damit ein unübersehbares Stück Oberlausitzer Geschichte. So wurden die Anwesenden Zeugen einer festlichen Enthüllung eines Gedenksteines, welcher ab sofort zum Nachdenken und zur Bewahrung der sächsischen Geschichte anregen soll. Wir stehen jetzt hier an dem Grenzgedenkstein, an der historischen Grenze, die einst hier war, haben wir unten 1221 die Grenze zwischen dem Königreich Böhmen und dem Bischoftum Meißen, Bischof Konrad. Oben 1724 die Grenze zwischen Markgrafentum Oberlausitz und dem Kurfürstentum Sachsen. Und die Grenze verlief hier mit der Spree und am südlichen Teil von der Böhmischen Brücke kreuzte sie den Böhmischen Steg. Der Gedenkstein als Höhepunkt des Festaktes zeigt dem Betrachter, dass eine Menge Kraft und Anstrengung notwendig war, das Projekt zu realisieren. Das führt uns in die Gemeinde Rodewitz-Spree, wo die Steinschleiferei Petersch ansässig ist und als Familienbetrieb bereits über viele Generationen in der Region tätig ist. Wir sind ein steinverarbeitender Betrieb hier mit ein paar Beschäftigten und haben hier eine ehrenvolle Aufgabe gehabt, einen Finding zu gestalten für das 300-jährige Jubiläum der Böhmischen Brücke in Obergurig. Es ist sehr lobenswert, dass solche Sachen entstehen. Es braucht immer entsprechende Leute dazu, die solche Sachen anschieben. Und für uns ist das eigentlich eine Ehre, sowas dann mal umzusetzen, weil das wirklich bleibende Sachen sind, die hier entstehen. Und ja, die können durchaus Jahrhunderte überdauern. Also das ist ein typischer Lausitzer Granit hier. Das ist kein Findling, der irgendwo die Eiszeit mitgebracht hat. Das ist ein Stein, der hier aber aus der Oberlausitz stammt. Das sieht man an den rostigen Stellen. Ja, also das ist ein typisches Merkmal von Oberlausitzer Granit.
der hat so einen hohen Eisenanteil und kann rosten. Aber er kommt aus der Region und gehört in die Region. Und wir haben uns eben hier ein bisschen gestalterisch betätigt und dann diese Wappen eingearbeitet und auch ein bisschen ja, Schrift dazu, sodass man ein bisschen weiß, worum es geht dann an dieser Brücke. Ja, letztendlich haben wir 3 bis 4 Leute dran gearbeitet, weil es geht einfach damit los, dass hier einfach eine Fläche zurückgesetzt werden muss. Das sind jetzt etwas einfache Arbeiten. Dann haben wir die Flächen etwas angeschliffen, damit wir eine glatte Oberfläche haben, um hier eine klar lesbare Schrift reinzuarbeiten. Dann hat ein Steinmetz dran gearbeitet, der die Schriften einarbeitet und letztendlich ein Bildhauer, der diese Wappen hier eingearbeitet hat und auch farblich getönt hat. Ja, insgesamt haben wir ca. 14 Tage hier dran zugebracht an dem Stein. Es ist ja, ein Stück, ganzes Stück Enthusiasmus dabei, also zum Geld verdienen ist sowas nicht. In der Tat schufen die handelnden Akteure aus einem Stück Oberlausitzer Granit ein Meisterwerk und damit eine starke Botschaft aus der Oberlausitz. An dieser Stelle gebührt der Respekt den Darstellern, welche in original historischen Kostümen den Menschen tatsächlich einen wertvollen Moment schufen und somit einen würdigen Rahmen gestalteten für eine nachhaltig bleibende Erinnerung am 17. August 1724 und 2024. Unter großem Jubel und Beifall verlassen die Akteure die Kulisse und der Bürgermeister fasst die Ereignisse in seiner Gemeinde zusammen. Ja, wenn man so in die Geschichte zurückblickt, 300 Jahre Böhmische Brücke, das hat natürlich einen wahnsinnig hohen Stellenwert in der Vergangenheit gehabt. Das hat ja Bautzen mit Böhmen verbunden. Und in der jetzigen Zeit ist es das Wahrzeichen der Gemeinde Obergurig. Also genauso ein hoher Stellenwert. Wir sind stolz, diese Brücke zu haben. Sie verbindet Menschen und das ist auch bei uns in der Gemeinde ganz wichtig. Wir wollen Menschen verbinden. Wir wollen da sein für andere und wenn wir unser Fest das Wochenende jetzt so ansehen, verbinden wir gerade wieder Menschen. Ja, ich bin erstmal dankbar für die Recherchen, die hier durchgeführt wurden über die Entstehung der Brücke, wie sie bezahlt wurde, wer der Auftraggeber war, wer dort alles mitgewirkt hatte. Da geht mein Dank nochmal an den Bodo Fuhrmann. Für mich ist es wichtig, dass unsere Jugend vielleicht dieses Thema aufgreift, hier so mal diesen Stein besucht, mal sich mit der Geschichte in Verbindung setzt und auch die Geschichte unserer Gemeinde, die Geschichte unserer Heimat aufarbeitet und vielleicht nicht nur das digital, sondern auch vor Ort. Lassen wir letzte Bilder auf uns wirken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn dir der Beitrag gefallen hat und du nichts mehr verpassen möchtest, dann folge mir weiterhin auf Oberland TV und unterstütze meine Arbeit mit einem Abo.